Nur noch das Leitwerk ist übrig von einem zweimotorigen Flugzeug, das am Donnerstag über einem Wohngebiet der indischen Millionenmetropole Mumbai abgestürzt ist. 4 Personen an Bord des Flugzeugs sowie ein Fußgänger am Boden kamen dabei ums Leben, teilten Polizei und Luftfahrtoffizielle mit. Die King Air C90 befand sich auf einem Testflug mit 2 Piloten und 2 Ingenieuren. Die Maschine flog hier zwischen den Häusern durch und schlug in den Boden ein. Zuerst dachten wir, neben unserem Gebäude wäre ein Transformator explodiert. Erst danach haben wir gesehen, dass es ein Flugzeug war. Die Ursache des Absturzes über der dicht besiedelten Stadt war zunächst nicht bekannt. Der Unfall werde untersucht, hieß es.